Liebe Schwestern und Brüder, mit diesem heutigen Evangelium beginnt ein neues Kapitel im Leben Jesu. Damit meine ich jetzt nicht im Evangelium, sondern ich meine, damit beginnt ein neuer Abschnitt im Leben Jesu. Es lässt sich überschreiben mit der Weg nach Jerusalem. Aber nicht einfach nur die Richtung dessen, wohin er sich wendet und wohin er geht, ändert sich, sondern auch die Art und Weise, wie er seine Jünger unterweist, belehrt, mitnehmen will. Jesus versucht heute, zu Beginn dieses Weges, seine Jünger auf diesen Weg vorzubereiten und ihnen einzuschärfen, um was es ihm geht bei dem Weg, wie er diesen Weg versteht und dass er ihn gehen will und dass er ihn gehen wird. Jerusalem ist dabei nicht einfach nur ein geografischer Ort, die Stadt, die wir bis heute kennen, sondern der Weg nach Jerusalem, das ist nun der Weg des Messias ans Kreuz. Das weiß er. Und das nimmt er in Kauf und er nimmt es sogar an. Letzte Woche haben wir im Evangelium wieder einmal, wie all die letzten Wochen und Monate, wie eigentlich seit Beginn des Markus-Evangeliums gesehen, dass die Jüngerinnen und Jünger den Weg Jesu in der Tiefe nicht begreifen. Er hat es versucht, ihnen nahe zu bringen, in all den vielen Streitgesprächen mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Er hat versucht, all die Menschen mitzunehmen auf dem Weg und wie er ihn sieht und dass er ihnen auch ins Gewissen geredet hat, lauft nicht dauernd gegen die Wand. Und vor allem nehmt das ernst, was in den Schriften steht und nicht nur in den Geboten, die ihr selber daraus gemacht habt. Aber dieser neue Weg, der da beschritten wird, der generiert auch eine ganz andere Form des Redens über seinen Weg. Deshalb ist für mich einer der wichtigsten Sätze des heutigen Evangeliums, das hier drin steht, und er redete mit Freimut darüber. Er redet ganz frei, er redet ganz deutlich, nicht verklausuliert, nicht in Bildern, nicht mehr in Gleichnissen, sondern klipp und klar und damit aber auch ohne, dass an seiner Botschaft es einen Weg links oder rechts vorbei gäbe. Er zeigt den Weg auf, der nun schnurstracks, geradlinig ein Ziel hat. Und er begibt sich auf den und er wird ihn auch bis zum Ende gehen. Aber die Jünger leisten weiterhin Widerstand. Davon handelt das heutige Evangelium. Schauen wir es uns an. In jener Zeit ging Jesus mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Caesarea Philippi, das heutige Banias, liegt östlich des Sees, Jordans, im Norden des Landes. Dort begibt er sich vom See Genezareth im Süden hin. Und kurz zuvor wird erzählt, die Speisung der 4000. Jesus ist noch einmal auf der, frommen Seite des Sees Genezareth bei Magdala, Dalmanuta. Und sofort gerät er wieder in Konflikt mit den Pharisäern. Und er geht ans andere Ufer, ans östliche Ufer des Sees von Genezareth nach Bethsaida, bereits heidnisches Gebiet. Und wenn ich heidnisch sage, dann meint die Bibel darunter nicht einfach nur ungläubig, sondern die anderen Völker, all die Völker, die nicht Juden sind. Und von Bethsaida
geht er nun auf dem Weg nach Jerusalem, aber nicht auf der westlichen Seite des Jordans, also quasi der jüdischen Seite, sondern der heidnischen Seite über Caesarea Philippi. Auf dem Weg fragt Jesus etwas seine Jünger. Und auf dem Weg erinnert an Markus 4. Vielleicht erinnern Sie sich an dieses Gleichnis, wo das Wort Gottes verglichen wird mit dem Samen, der auf den Weg fällt. Und das erste Beispiel, das dann kommt, ist, dieser Samen kann dort nicht aufgehen auf dem Weg, denn die Vögel picken diesen Samen weg. Er kann also nicht beginnen zu wurzeln. Und diese Vögel des Himmels werden dann auch mit dem Satan verglichen, die das Wort daran hindern, dass es in den Menschen Wurzeln schlagen kann und aufgehen kann. Und auch heute kommt einer vor, Simon Petrus, der wird später in der Geschichte Satan genannt. Die Anspielung ist eigentlich sehr deutlich. Auch Simon Petrus ist derjenige, der durch seine vorpreschende Art und durch sein insistierendes verhindert, dass die Jüngerinnen und Jünger das Wort Gottes annehmen können und dass es bei ihnen wurzeln kann, als solches, wie es ist. Petrus hat ganz offenbar nur das im Sinn, was alle von Jesus wollen, auch die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Aber Gott hat einen anderen Plan mit Jesus. So fragt Jesus nun auf diesem Weg hin nach Caesarea, für wen halten mich eigentlich die Leute? Also die, die mich nicht so gut kennen, die aus der dritten Reihe, die, die vielleicht ganz hinten laufen, die, die mich nicht so lange erlebt haben wie ihr. Und die Jünger antworten, einige halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen anderen Propheten. Aber was denen allen gleich ist, sie halten dich für einen, der wiederkommt. Also einen, den es schon einmal in der Vergangenheit gab. Alle sind zurückgewandt auf die Tradition. Und genau darauf will Jesus ja quasi hinaus. Sie haben nicht verstanden, dass mit Jesus etwas Neues in die Welt gekommen ist. Und dass es nicht darum geht, die Tradition einfach fortzuführen. Jesus ist gekommen, nicht um das Gesetz, also die Tradition, aufzuheben, aber er ist wohl gekommen, um die Menschen von diesem Gesetz insofern zu befreien, als dass sie den tiefsten Sinn des Gesetzes neu begreifen, den Geist des Sinais zu begreifen, dass das Gesetz dazu da ist, dem Menschen mehr Freiheit zu bringen, Heil für jeden Menschen zu bringen und nicht ihn klein zu halten, damit er einfach nur Gebote befolgt, damit sie befolgt sind. Da fragte er sie, also nun die Jünger, ihr aus der ersten Reihe, ihr, die ihr seit Jahr und Tag mit mir geht, ihr, die ihr mich jeden Tag erlebt, frage ich, für wen haltet ihr mich? Wenn es die aus der dritten Reihe und von außen nicht wissen, okay, aber ihr, für wen haltet ihr mich denn? Und Simon Petrus antwortet ihm, du bist der Christus. Und wir könnten meinen, Simon Petrus, der blickt, der hat es erkannt. Der sieht nun Jesus, wie er ist. Aber das Problem an seiner Antwort ist dieser bestimmte Artikel, der Christus. Du bist der Messias, den die Propheten vorher verkündet haben. Du bist der Sohn Davids, der wird das Davidische Reich wieder aufrichten. Du wirst ein neues Israel erschaffen. Du müsst Macht ergreifen in Jerusalem. Das meint Simon Petrus. Aber das meint Jesus nicht. Jesus will nirgends Macht ergreifen, außer in den Herzen der Menschen. Und er will nichts anderes, als ihnen immer größere Freiheit und Heil zu bringen. Warum oder dass das so ist, können wir im ersten Satz des Markus-Evangeliums lesen, wo es heißt, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn. Keine bestimmten Artikel. Jesus Christus, Gottes Sohn. Nicht der Christus, den alle prophezeit haben, der Gesalbte, der Messias, sondern der ganz andere, der Neue, dessen Mission tiefer ist.
Deswegen sagt Jesus auch Simon Petrus, sie dürfen das nicht weiter erzählen, was er da gerade eben gesagt hat. Er gebot ihnen, niemandem etwas über ihn zu sagen. Ja, sie sollen nachher verkünden, aber erst nachösterlich, wenn sie es gesehen haben, wenn sie es verstanden haben, was die eigentliche messianische Mission ist. Und wenn hier steht, er gebot ihnen, dann hört sich das ein bisschen feierlich an. Im Griechischen steht hier epitimao. Und epitimao ist das gleiche Verb, wenn Jesus Dämonen austreibt. Da geht's, er schreit sie an, er fährt sie an. Das ist ein handfester Konflikt, der hier geschieht. Dann begann er sie darüber zu belehren. Und Jesus greift nun nicht den Christus auf, sondern er sagt, der Menschensohn muss vieles erleiden. Jesus möchte nicht Sohn Davids sein. Er möchte ein Menschenkind sein, der Mensch schlechthin. Er möchte das zutiefst Menschliche, die Berufung des Menschen schlechthin an die Oberfläche bringen. Aber er muss vieles erleiden. Und er wird von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Das ist unumgänglich. Und die, die hier Feinde sind, sie hören es, sind nicht Sünder, Zöllner, was auch immer die Schriftgelehrten und Pharisäer immer als Feinde ausmachen, sondern sie selbst sind es. Durch Älteste, durch hohe Priester und Schriftgelehrten, die Elite, die vermeintlich Frommen, wird er ans Kreuz gebracht. Er muss getötet werden. Aber das, was Jesus bringt, stirbt nicht am Kreuz. Das ist die Neuoffenbarung. Nach 3 Tagen wird er auferstehen. Schwestern und Brüder, das muss so sein, sagt Jesus, damit sichtbar wird an ihm, seinem Weg und seiner Messianität, wie sehr der Kult am Tempel in die falsche Richtung gegangen ist, wie sehr die Menschen Gottes Botschaft ins Gegenteil verkehrt haben, wie sehr sie die Huldigung Gottes eingetauscht haben durch den Handel am Tempel. Und bis in das Tiefste ihrer Existenz hinein regiert das sie nun. Dieses Do ut des, ich gebe, damit du gibst. Ich tue nichts mehr, ohne Gegenleistung, sondern nur, wenn ich dafür etwas kriege. Und Jesus ist das Beispiel schlechthin, der gibt, ohne dafür Gegenleistung zu erwarten. Und er redete darüber mit Freimut. Da nahm ihn Petrus beiseite und begann ihn zurechtzuweisen. Vielleicht erinnern Sie sich an letzte Woche, da war auch dieses, dann nahm er sie zur Seite. Normalerweise nimmt nur Jesus die Jünger zur Seite und zwar immer dann, wenn sie Nachhilfeunterricht brauchen. Jetzt erdreistet sich Simon, Jesus, den er gerade als den Christus bekannt hat, Nachhilfe zu geben. Und er begann, ihn zurechtzuweisen. Das ist nicht eine konstruktive Kritik, die hier gemeint ist, sondern unter Zurechtweisen steht wieder dieses Verb epitimao. Er schreit ihn an, er fährt ihn an. Die beiden geraten in heftigen Streit. Jesus aber wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht wieder epitimao. Er schreit ihn an, tritt hinter mich, du Satan. Du, der du verhindern willst, dass das, was ich verkünde, bei unseren Freundinnen und Freunden Wurzel schlagen kann. Du stehst dem im Weg. Und jeder andere würde wahrscheinlich sagen, geh mir aus den Augen, geh mir aus dem Sinn, verschwinde aus meinem Leben, geh irgendwo hin, Hauptsache ich sehe dich nicht. Das tut Jesus nicht. Aber er sagt ihm wohl, geh mir aus dem Weg, tritt hinter mich. Gib der Botschaft eine Chance, reih dich ein, geh hinter mir her, lass mich vorangehen. Denn du hast nicht im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Du willst, dass das immer so weitergeht. Der Kult am Tempel, der Eigennutz, diese elitäre Glauben, wo die
Pharisäer, Schriftgelehrten und die Tempelaristokratie immer den Vorzug genießen und alle anderen klein halten. Das ist nicht die Gerechtigkeit, für die ich gekommen bin. Und nun rief er die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte, wenn einer, und damit wendet er sich nicht nur an seine Jünger, sondern an alle Menschen und auch an uns, mir, hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst. Das hört sich immer so tragisch an, sich selbst verleugnen. Und vielleicht sollten wir dieses Wort sich nicht sich selbst überlassen oder meinen, es hätte damit etwas zu tun, dass ich mich gering achten soll in meinem Personsein. Damit hat es überhaupt nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich auf weltlichen Ruhm nicht bauen soll. Ich soll nicht meinen, dass ich mich auf das verlassen könnte, was ich mir in meinem Leben durch Leistung angeeignet habe. Das ist gut, das ist wichtig. Er will auch keine Faulheit von uns, aber wir sollen daran nicht unser Herz hängen. Denn all das springt doch mit uns ins Grab. All das überdauert ja nicht die Zeiten. Hingegen das, wofür Jesus in die Welt gekommen ist, das bleibt. Auch über das Kreuz hinaus. Das überdauert alle Zeiten. Das ist auch das, an was sich jemand erinnern wird, wenn unser Name ausgesprochen wird über unseren Tod hinaus. Oder für was sind all die Menschen, die wir Heilige nennen, eigentlich bekannt? Für ihr Leben, bevor sie sich zu Jesus bekehrt haben? Oder all das, wozu sie in der Lage waren, als sie Christus und vor allem seiner Botschaft Macht gegeben haben. Als plötzlich das Wort Gottes in ihrem Leben wurzeln durfte, sie sich nicht mehr in der Welt, also im ganz Irdischen und Begrenzten festgemacht haben, sondern mit Freimut, mit größtem Mut sich eingesetzt haben für Frieden und Gerechtigkeit. Das ist alles Konsequenz der Selbstverleugnung, nicht auf die Welt zu bauen, sondern auf Gott, der das Leben geschenkt hat. Der nehme sein Kreuz auf sich, das ist keine Leidens- und Todessehnsucht. Es ist nicht gemeint, dass wir nun in unserem Leben Leiden suchen sollen. Aber wir sollen vielleicht auch auf Lob und Anerkennung und Wertschätzung nicht so bauen, dass wir uns davon abhängig machen. Denn dann wird es schwierig. Wenn ich nur Dinge tue, damit ich Anerkennung bekomme, wenn ich Dinge nur tue, damit ich ein Lob kassiere, dann bin ich zutiefst unfrei. Denn ich mache mich vom Lob und der Anerkennung und der Wertschätzung anderer abhängig. Die größere Freiheit besteht darin, wenn ich geben kann, wenn ich lieben kann, wenn ich da sein kann, ohne Gegenleistung zu erwarten. Wenn ich mich unter den Druck setze, zu erwarten, dass etwas darauf kommt, auf mein Geben, mache ich mich unfrei. Diese tiefste Freiheit können wir bei Jesus sehen am Kreuz. Er macht sich nicht abhängig von seinen Feinden. Er schafft es, ihnen zu verzeihen, obwohl sie ihm all das angetan haben, weil sie den Sinn des, ganz im Tiefen der Welt nicht verstanden haben. Und das meint auch der letzte Satz des heutigen Evangeliums, denn wer sein Leben retten will in dieser Welt, der wird es verlieren. Der wird so sterben wie jeder andere auch. Nichts wird von ihm bleiben. Wer aber sein Leben um meinetwillen, mit meiner Botschaft im Herzen und um des Evangeliums, Gottes Botschaft für die Welt, willen verliert, der wird es retten über das Grab hinaus. Amen.